Konnichiwa zu einer neuen Folge Secret of Mana. Wir sind immer noch im... Wo sind wir eigentlich? Das schauen wir uns doch gleich mal an. Im Rheinland sind wir. Ja, und wir haben im letzten Part schon drei Endgegner geschafft, glaube ich. Ja, genau. Oder drei Endgegner, drei große, starke Gegner geschafft. Und dringen immer tiefer im Rheinland vor. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Also ich wurde gefragt, was haben wir eigentlich für Ausrüstung? Wir haben den Greifenhelm, Kampfanzug. Sieht man momentan das Stärkste, was ich eigentlich gefunden habe. Ich weiß aber gar nicht, ob es noch was Besseres zurzeit gibt. Muss man halt vielleicht mal später gucken, wenn ich dann da raus bin. Aber wir kommen hier schon klar. So. Und hier geht's dann schon wieder... Ach ja, genau, wir sind ja... Sind, glaube ich, hier gestorben? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Gucken wir mal. Ah. Boah, die hauen rein. Moment, dann machen wir mal den. Mal wieder den Zauber. So, hier ist weg. Gegen den Geist machen wir jetzt mal nix. Weil da hilft nur teure Lichtmagie. So, der ist auch weg und dann gehen wir weiter. Ja, wir speichern mal an der Stelle. Und dann machen wir uns auf den Weg zu dem Drachen zur linken Seite. Okay, der hat Schutzstufe gezaubert. Ich versuche jetzt hier mal ein paar Gegner zu schlagen. Das ist dann... Auch wenn das eigentlich total unsinnig ist. Ja! Das darf nicht wahr sein! Lebenskelch, wo ist er? So, jetzt können wir noch einmal... Wo ist er denn? Ich glaube, den hatte sie, ne? Den Wiederbeleber, genau. Yes. Ah, sie hat keine Magie mehr. Uiuiui, ja, dann gehen wir erstmal. Ah, keine Magie. Geht auch noch rein. Da kriegt sie erstmal eine Nuss. Damit wir auch wissen, womit wir es hier zu tun haben. Wo ist er? Analyse. Yes.
Kraft des Wassers, okidoki. So, aber war ja eigentlich klar, ist ja schließlich ein Drache, dass er anfällig ist gegen Kraft des Wassers. Okay. Zieht auf jeden Fall gut rein. Das merkt man auf jeden Fall. Ach komm schon. Und, Stufenaufstieg. Von allen drei. Na, was gibt's noch? Ein Handschuh. Okay. Dann wollen wir mal weitergehen. Ja, die kommen, die lassen wir jetzt einfach mal rechts liegen hier. Boah, die hauen so rein, beziehungsweise meine. Beide bewusstlos. Ganz toll. Sollten wir auf jeden Fall nochmal einen Zauber nehmen. Genau. Ja, wir speichern auch. Ah, hier kann man wieder ein bisschen kämpfen. Die sind machbar. Die sind relativ gut machbar. Wo geht's denn hier hin? Ach, nicht schon wieder die hier. Och, nee. Nee. Nee, darauf habe ich keine Lust. Boah. Blöden Krallenwesen. Die machen keinen Spaß. Boah, die machen. Ey, das kannst du nicht sein. Ey. Das kannst du nicht sein hier. Leck mich doch am Fett am Popo. Der letzte Engelskill hier. Hart hier, muss man ehrlich sagen.
Toll, Kontermagie hier. Klasse. Gott, hier sind Fujikato. Ich habe hier irgendwie das Gefühl, dass ich mich hier verlaufen habe. Oh. Und der nächste. Eieiei. Ja, machen wir erstmal wieder den Ding nochmal Analysezauber. Wieso hat der Analysezauber jetzt nicht geklappt? Haben wir den verfehlt? Ich will wissen, wer gegen der anfällig ist. Na, ne? Kraft der Erde, alles klar. Ich bin verwirrt. Ja, wo bleibst du? Komm. Yes, das war's. Bravo. Was erhalten wir jetzt? Den Schwertorb. Ist hier sonst noch irgendwas? Können wir hier weitergehen? Ein bisschen die Waffe wieder weiter aufleveln, versuchen. Könnte ja möglich sein. Wir haben diesmal keinen Levelaufstieg mitgenommen. Unglaublicherweise. Ja, jetzt haben wir einen Levelaufstieg. Guck mal, er hat 54. So, Zauber ist abgeklungen und dann können wir weitergehen. Jetzt müssen wir schon wieder irgendeinen Drachen besiegen wahrscheinlich. Genau. Ja, wir speichern doch glatt ab.
geht's weiter. Da hilft ja auch die Schutzstufe nichts mehr, wenn ich hier mit meinen Waffen angreife. So, prima Stufe 54. Das war äußerst wichtig jetzt. Magiestufe, Magiepunkte. Ne? War hier nicht irgendwo gerade ein Tor? Ich war doch gerade ein Tor rumgelaufen, oder nicht? Ich hatte doch die Füße davon gesehen. Naja. Shit happens. So, das ist das. Oh Gott, was ist das hier schon wieder für einer? Wir den altbewährten Analysezauber. Wo steckst du? Einunddreißigtausend Erfahrungspunkte. Kraft der Erde und Attacke. Ja, wo bleibt der Drache? Der blaue Drache. Halten wir uns schnell, auch wenn es zum Teil gar nicht nötig ist. Ah, wurde getroffen. Oh! Noch einmal hinterher hier. Immer noch nicht. Heilen, Heilung. Yeah, das war's. Und Stufe 54 erreicht. Bravo! Und den Boomerang Orb erhalten. Ey, ey, da können wir bald richtig was mit starten. So, ey, will ich nicht gegen die hier über den kämpfen? Na komm, kriegen wir ihn doch, oder? Ach komm, ist egal, wir gehen.
Lasst uns weitergehen, Mädels. Ja, bitte speichern. だったけど、みんなと一緒だった。だからここまで来れたんだと思うよ。ありがとう。よし、もう一頑張りだ。マナの木に聖剣を蘇らせてもらえば、マナの要塞なんて怖くないぞ。さあ、行こう。 マナの要塞のパワーを見るがいい。手法発射。ランディア、起きなさい。さあ、ここは。 木がない。そんな、なんでだよ。せっかくここまで来たのに。くそー、タナトスのやつ、ひどすぎるよ。世界はディラックはどうなってしまうの。ランディア、あなたたちを待っていましたよ。 私はマナの木、世界を見守り続けるものです。悲しむことはありません。私の姿は見えなくても、心はあなたがたと共にあります。復活したマナの要塞により、世界からマナがほとんど失われかけています。まもなく世界中の神獣たちが集まり、 一匹の巨大な神獣へと変化するでしょう。神獣は失われたマナの回復をすることができる唯一の生物です。でも、マナがあまりに急速に失われると、その反動で狂ったように暴れ始めてしまうのです。要塞と神獣がぶつかれば、世界は最後の時を迎えてしまいます。 回避する方法はただ一つ、聖剣。マナの剣によって神獣を倒してしまうしかありません。そしてその剣はマナの種族と呼ばれる精霊の血を引く一族によって受け継がれているのです。そう、共和国の騎士であったあなたの父セリンが抜くべきはずだったのですが、 15年前の戦争で魔界の力を得た皇帝と刺し違え、蘇った皇帝を倒すために最後の力を振り絞り、聖剣を抜きに、あのポトス村の森まで来たところで力尽きたのです。え、じゃあ、あの滝のところで見たお化けは父さんだったの？ あなたの父セリンは共和国の騎士でした。そして私はその妻、あなたの母だったのです。私たちはマナの種族。
マナの種族の女は子孫を残すと、こうしてマナの木となり、世界を見守り続ける定め。マナの種族の男は、あなたの父のようにマナの剣を取り、平和と秩序を守らねばなりません。さあ、要塞に向かいなさい。要塞の動力がマナなら、マナが少なくなった今、シールドも消えたはずです。私の最後の力を使って、封印が解かれてしまった全てのマナ種子と聖剣を共鳴させてあげましょう。ランディ、ごめんね。母さん、お前に母親らしいこと何もしてやれなかった。母さん、本当に母さんなの？マナの木がなくなっても平気なの？母さん、やっと会えたのに、答えてくれよ。母さん！ランディ。母さん、僕は、母さん。バカ！しっかりしろよ！母ちゃんの言葉を無駄にするなよ！プリムだって、母ちゃんいないんだぞ！オイラだって、ごめん、みんな。もう大丈夫だ。僕はマナの種族、父や母の意志を継ぎ、かけがえのないこの世界を守ってみせるよ。よし、そうこなくっちゃ。さすがはオイラの一の子分。そうだね、なんだか私もママに会えたような気がしちゃった。心の中にいるんだよ。元気出せよ。よし、ケーキ漬けと行こうぜ。せーの、えいえい、おー。やあ、was für eine Herzheit greifende Zwischensequenz. In diesen erstaunlichen Ereignissen verabschiede ich mich von euch und wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn wir uns aufmachen zur Mana-Festung. Ich werde aber in der Zwischenzeit ein bisschen was machen, nämlich uns mal die Waffen ein bisschen höher bringen. Oh, wir haben jetzt alle Orbs gefunden. Das heißt, bisschen Waffen hochbringen, und man sieht ja, wir haben da viel zu tun mit ihm. Und auch zaubermäßig sind, oh, falsche Richtung, nein, wo warst du? Achso, er kann ja gar nicht zaubern. Achso, uns fehlt Triade noch auf Stufe 7. Okay. Ich dachte, man kann die auf Stufe 8 bringen. Oder kann man sie erst jetzt auf Stufe 8 bringen? Okay. Okay. Weil fehlen tut uns keiner. Eigentlich. Aber naja. Okay. Genug geschwafelt. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn es aufgeht zur Mana-Festung. Vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut. Bis dann. Ciao.